Wir sind den dritten Tag in Spanien. Und wir fühlen uns mittlerweile wie zu Hause. Bei dem Mechanical Scrut, da wird das Auto von der mechanischen Seite her einmal auf Herz und Nieren geprüft. Also ob mechanisch alles regelkonform und auch sicher ist. War halt schon geil, dass wir durchs M-Scrut so gut durchgekommen sind. Das hätte ich vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass das so locker lief. Beim Engineering Design Report, da muss das Auto vor Judges verteidigt werden. Da muss dann einmal begründet werden, warum man etwas wie gebaut hat. Und es wird dann von verschiedenen Judges am Ende bewertet. Gleichzeitig haben wir EER gehalten, sehr erfolgreich. Da werden wir morgen sehen, ob wir vielleicht in den Finals sind. Müssen wir mal schauen. Und insgesamt, also mein persönliches Highlight würde ich sagen, war als Mitglied der Crew für das Auto für Tilt und Rain dabei, direkt dran zu sein und zu arbeiten am Auto, kurz bevor es dann hochgehoben wird, war doch ein Highlight, das mal mitzubekommen. Beim Rain-Test wird überprüft, ob das Auto auch sicher ist, wenn es regnet oder mit Wasser in Berührung kommt, ob da elektrische Probleme oder ähnliches auftreten. Ja, also für mich war auf jeden Fall das Highlight, dass wir direkt beim ersten Versuch durch den Brake-Test gekommen sind, weil da waren wir uns nicht so sicher und das ist schon ein geiles Gefühl. Hat Bock gemacht. Dankeschön.